Freunde, herzlich willkommen in meinem Musikzimmer. Heute spielen wir den Deutschtanz von Ludwig van Beethoven. Es sind 2x8 Takte. Schauen wir uns die Noten an. Ihr seht hier den Violinschlüssel auch in der linken Hand. Das heißt, die linke Hand spielt höher, als ihr es meistens gewohnt seid. Der Tanz steht im Dreivierteltakt und beginnt mit einem Auftakt auf die 3. 3, 1, 2, 3. Ab und zu stehen in meiner Ausgabe Betonungen mit dem Zeichen SF. Das heißt, die Stelle wird besonders laut gespielt. Nach 8 Takten steht ein Doppelstrich und Wiederholungszeichen. Das heißt, Takt 1 bis 8 wird wiederholt und Takt 9 bis 16 wird auch wiederholt. Los geht's, fangen wir an. Der rechte Daumen beginnt mit dem G, G, C, H, C, D, C, E, C, B, D, Cis, D, E, D, F, E, D, E. Von vorne 1, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 4. Jetzt ziehe ich die Hand zusammen und gehe mit dem zweiten Finger auf die schwarze Taste. Cis, D, E, D, F, D, E. Ich wechsle auf den dritten Finger. 3, 4, 5, 3, 2. Jetzt bin ich im Takt 6. 2, 3, 4, 2, 1. Ich gehe mit dem dritten Finger drüber. 2, 1, 2, 3, 4. Ich spiele nochmal Takt 1 bis 8. Dritter Finger. Vierter Finger. Hand zusammenziehen und zweiter. Wechsel auf den dritten Finger. Drüber. Nach dem Doppelstrich geht es weiter. Der Daumen liegt schon auf dem G. Jetzt spiele ich mit 2, 4, D, F und H, F. Nochmal nach dem Doppelstrich. 1, Runde durch. 1, 2, 4, 1, 2. Takt 11 und 12. G, H. Jetzt gehe ich drunter durch beim C. Und ich spiele EG mit 3, 5 und 1, 3. Nochmal Takt 11 und 12. G, EG und C. Takt 13, 14. Daumen auf A. A, Cis, runter durch. Wechsel auf den zweiten. 3, 3, 4, 5, 3, 4. Nochmal Takt. 13, 14. Daumen auf D. Ich wechsle auf den zweiten Finger und spiele Takt 15 und 16. Ich spiele den zweiten Teil nach dem Doppelstrich in der Mitte mit der rechten Hand. Wechsel.
Mach eine kurze Pause und spiel die Melodie in der rechten Hand 3 bis 5 Mal für dich alleine. Wenn du soweit bist, dann schalt wieder ein. Wir spielen jetzt die linke Hand. Achtung, die linke beginnt im Violinschlüssel mit dem C1. Es ist in der Mitte von eurem Klavier oder von eurem E-Piano. Es beginnt mit C, E, G. Im dritten Takt H und F, G. Vierter auch. Fünfter Takt wieder C, E, G. Im sechsten Takt auf der dritten Hilfslinie liegt das F. Und jetzt A, D, F. Und G und D, F. C, E. Ich spiele nochmal ab Takt 6. Kleine Finger auf dem F. Jetzt A, D, F. G. Nach dem Doppelstrich kommt ein Takt Pause. Und in Takt 10 seht ihr jetzt den Bassschlüssel. Da steht die Oktave G. Rhythmus 1, 2 und 3. Takt 11 ist wieder Pause und in Takt 12 das gleiche auf C. 1, 2 und 3. Takt 13 gehe ich mit dem kleinen Finger auf das F. Oktave F, F, A, D, F, G, D, F. Ab Takt 13 spiele ich F, Takt 14, F, dann A, D, F. Der kleine Finger geht eine Taste runter, die beiden anderen bleiben. G, D, F und C, E mit 1, 3. Ich spiele ab Takt 9. In Takt 9 steht eine Pause. 1, 2, 3, Takt 10. 2, 3, 12, 13, F, 14, Takt 15 und Takt 16. Gut gemacht, wenn ihr so weit gekommen seid. Ich spiele jetzt von ganz vorne ohne Wiederholung das Lied einmal in langsamem Tempo. Daumen auf G, linke Hand auf dem C1, also die Hände sind nah beieinander. Zweiter Finger auf Cis. Das war der deutsche Tanz von Ludwig van Beethoven. Ich hoffe, meine kleine Spielhilfe hat euch etwas genützt und ich wünsche euch Happy Playing und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.